Hallo und willkommen zum sechsten Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Heute schauen wir uns gemeinsam Bernoulli-Experimente an und die Binomialverteilung der Zufallsvariablen x. Beginnen wir mit dem Kästchen, betitelt mit Bernoulli-Experiment. Ein Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen heißt Bernoulli-Experiment. Schauen wir uns ein paar Beispiele hierzu an. Ein Wurf mit einer fairen Münze ist ein Bernoulli-Experiment mit dem Ergebnisraum Omega mit Kopf und Zahl. Das sind die zwei Sachen, die du als Endergebnis daraus bekommen kannst. Ein Wurf mit einem fairen sechsseitigen Würfel ist ein Bernoulli-Experiment, wenn wir nur zwischen den Ereignissen Sechser und kein Sechser unterscheiden. Natürlich könnten wir auch sagen, ein Einser würfeln und keinen Einser. Immer nur zwei Ausgänge. Teste an dieser Stelle dein Wissen. Pausiere dazu das Video, schau, ob du diese Beispiele schon lösen kannst und vergleiche mit mir, wenn du fertig bist. Ich habe in der Zwischenzeit unsere Wahrscheinlichkeiten ergänzt. Beginnen wir mit dem Beispiel mit der Münze. Die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu bekommen, beträgt ein halbes. Ein günstiges durch zwei mögliche Ausgänge, also eine Wahrscheinlichkeit von 0,5. Gleichzeitig können wir die Wahrscheinlichkeit für Zahl ebenfalls mit einem halben anschreiben, also einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Bei B, einem Wurf mit unserem fairen sechsseitigen Würfel, bei dem wir nur zwischen den Ereignissen Sechser und kein Sechser unterscheiden, schauen die Wahrscheinlichkeiten so aus. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Sechser ist 1 Sechstel, eine günstige Zahl durch 6 mögliche, also eine Wahrscheinlichkeit von 0,16 periodisch. Die Wahrscheinlichkeit, keinen Sechser zu bekommen, da bleiben uns eben 5 weitere Zahlen am Würfel, die diesen Ausgang fordern, also 5 Sechstel und das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 0,83 periodisch. So, jetzt kommt was wirklich Wichtiges. Was ist jetzt eine binomial verteilte Zufallsvariable? Ein Bernoulli-Experiment hat zwei mögliche Ergebnisse. Das hatten wir gerade. Also Omega hat entweder Erfolg oder Misserfolg. Meistens ist es zum Beispiel ein Tennismatch, entweder man gewinnt oder man verliert. Es gilt die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg wird mit P angeschrieben und die Wahrscheinlichkeit für den Misserfolg als die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus P. Also ganz wichtig, wir brauchen zwei mögliche Ergebnisse. Was muss noch gelten? Wir führen dieses Bernoulli-Experiment n mal unabhängig in denselben Bedingungen durch. Also ganz wichtig, jedes Mal unabhängig mit genau denselben Bedingungen. Die Zufallsvariable x gibt die Anzahl der Erfolge unter den n Durchführungen an. Das heißt, unser x beschreibt unsere Erfolge. Dann heißt die Zufallsvariable x binomial verteilt mit den Parametern n und p. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den n Durchführungen genau k Erfolge befinden, beträgt p von x ist gleich k, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir k Erfolge bekommen, ist n über k, das ist die Anzahl unserer Pfade, die k Erfolge unter n Versuchen beinhalten. P hoch k und 1 minus p hoch n minus k, das ist die Wahrscheinlichkeit von jedem Pfad mit genau k Erfolgen.